Ja, hallo und herzlich willkommen bei diesem kleinen Infovideo von mir. Ich bin wieder da nach, ja, jetzt knapp 3 Monaten Abwesenheit und ich habe euch ein paar Dinge zu erzählen. Zum Beispiel, warum war ich jetzt 3 Monate lang nicht auf meinem Kanal aktiv? Also, ich habe andere Let's Plays verfolgt, aber selber habe ich nichts gemacht, wie ihr sicher gemerkt habt, muss ich zugeben. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Zum ersten bin ich umgezogen. Mal wieder. Ich bin ja vor kurzem erst umgezogen, im Dezember, um genau zu sein, Anfang Dezember. Ja, ich bin jetzt nochmal umgezogen in eine WG. Aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter erläutern möchte. Und ja, hier werde ich jetzt aber hoffentlich etwas länger wohnen bleiben. Zumindest habe ich das vor. Und wie es aussieht, wird es auch so bleiben. Und ja, natürlich, ich bin halt umgezogen und hatte deswegen keine Zeit zum Aufnehmen. Allerdings zieht man ja nicht 3 Monate lang um. Und ich hatte halt auch eigentlich dann nach dem Umzug erstmal nicht so richtig Lust, weiter irgendwas aufzunehmen. Irgendwie, ich weiß nicht, es fehlt mir halt einfach die Lust dazu. Und deswegen kam dann nichts. Die ist jetzt aber wieder da. Deswegen nehme ich auch das hier gerade auf. Und der letzte Grund, warum ich nichts aufgenommen habe, ist, dass ich die letzten 3 Wochen Besuch hatte von jemandem, von einer Person, die mir sehr wichtig ist, und zwar meiner Freundin. Und ja, weil ich halt in einer Fernbeziehung bin. Und wenn man sich dann mal 3 Wochen sehen kann, ist das schon ziemlich toll. Und in diesen 3 Wochen wollte ich dann natürlich nichts aufnehmen. Ich hatte am Anfang schon Lust, was aufzunehmen, aber wenn meine Freundin da ist, dann nehme ich natürlich nichts auf. Ja, so viel dazu, warum ich nicht auf YouTube aktiv war. Dann kommen wir zu einem zweiten Punkt, der euch sicherlich interessieren wird, und zwar das Ergebnis des Umfragevideos. Ich habe euch ja vor 3 Monaten gefragt, was ich als nächstes spielen soll nach Hype. Und zur Auswahl standen Anodyne, Gothic und The Legend of Zelda Oracle of Seasons und Ages. Und ja, ihr habt abgestimmt. Die Zelda-Spiele haben leider nur eine einzige Stimme bekommen von Madame Bernstein. Deswegen haben die Platz 3 bekommen. Und ich werde sie leider nicht spielen, deswegen. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt in näherer Zukunft erstmal nicht. Auf Platz 2 ist Anodyne mit 5 Stimmen und auf Platz 1 ist dann natürlich Gothic. Das hat ganze 9 Stimmen bekommen. Ja, deswegen werde ich das spielen und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich freue mich auch schon sehr auf das Let's Play, denn Gothic ist ein Spiel, das mir sehr gut gefällt, das ich sehr gerne mag und ich freue mich, das mal wieder zu spielen. Joa. An sich weiß ich noch nicht, ob ich jetzt Gothic parallel zu Hype schon spiele oder ob ich Hype erstmal fertig mache und dann mit Gothic anfange, wenn ich mit Hype fertig bin. Eigentlich hatte ich es ursprünglich ja so geplant, dass ich Gothic erst nach Hype Time Quest anfangen möchte, wenn ich damit fertig bin. Aber ich habe mir auch überlegt, dass ich wieder mehr Spieler gleichzeitig spielen möchte, also so 2 oder 3, vermutlich eher 2 gleichzeitig. Aber mal schauen, je nachdem, was sich hier gibt. Ich habe hier noch einige Spiele, die ich gerne spielen würde. Also ich habe mal meine CDs durchkramt von früher und da bin ich auf einige Perlen gestoßen. Sowas wie Gabriel Knight, Betrayed, Krondor oder Albion. Und vielleicht sagt der ein oder andere Titel dem ein oder anderen ja etwas. Wäre ganz schön. Allerdings ist da das Problem, die zum Laufen zu kriegen, beziehungsweise wenn sie mal laufen, sie dann aufzunehmen. Da gibt es einige Probleme und vielleicht schaffe ich das auch. Wenn ja, dann werde ich bestimmt das ein oder andere Spiel davon aufnehmen. Oh, Heart of Darkness habe ich vergessen. Heart of Darkness müsste ich unbedingt spielen, aber zum Laufen habe ich es bekommen, aber aufnehmen ist so eine Sache. Wahrscheinlich, wenn ich den neuen Rechner habe. Den wollte ich mir sowieso holen, das hatte ich ja da erzählt. Vor 3 Monaten war das, glaube ich, auch, dass ich das erzählt hatte, dass ich gerne sowas wie Beyond Good and Evil und Psychonauts oder Enclave spielen würde. Das aber leider nicht geht, weil mein Rechner zu schwach ist, um es gleichzeitig zu spielen und aufzunehmen. Ich habe ja gesagt, ich werde sparen auf einen neuen Rechner, das mache ich auch. Und das wird sich ein wenig beschleunigen, wenn man denn von Beschleunigen sprechen kann bei so einer langen Zeit. Denn ich habe bei mir an der Universität, für
die Leute, die es vielleicht interessiert und die es noch nicht wissen, ich studiere Informatik, habe ich eine Stelle als Übungsgruppenleiter bekommen, wo ich dann den Erstsemestern so ein bisschen was beibringen kann, hoffentlich. Also eigentlich muss ich nur die Übungsaufgaben korrigieren und dann im Nachhinein nochmal die Übungsaufgaben besprechen. Aber trotzdem, ich krieg Geld dafür und sowas macht mir Spaß und ich hoffe einfach, dass das lohnt sich und ich werde mir davon hoffentlich den PC finanzieren können. Spätestens Weihnachten wird es soweit sein. Also wie gesagt, Oktober werde ich damit anfangen, das heißt Ende Oktober kriege ich das erste Mal Geld. Vielleicht schaffe ich es auch schon Ende November, aber ich möchte halt einen guten PC haben. Und das heißt keine 500-Euro-Variante, sondern ich möchte schon so ein Tausender dafür ausgeben. Aber bis dahin dauert das halt ein bisschen. Ja, ansonsten, was steht noch an? Ach ja, genau. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, in welche Richtung mein Kanal so geht. Und so im Nachhinein fand ich meine Umfrage mit was ihr gerne von mir sehen wollt, nicht so toll. Denn zum einen ist es halt mein Kanal und ich bin der Let's Player, der diesen Kanal führt. Und ich habe halt ein sehr spezielles Thema, eben die vergessenen Perlen. Und ich finde, da sollte ich doch eher selber bestimmen, was ich spielen möchte und was auf meinem Kanal zu sehen sein soll. Und das ist halt bei solchen Umfragevideos ein bisschen, ja, doof, gelinde gesagt. Der zweite Punkt ist, der mich eigentlich noch mehr stört, ist Gothic, Anodyne und Zelda. Naja, Anodyne vielleicht nicht, aber Gothic und Zelda auf jeden Fall sind zwei Spiele, die nicht gerade unbekannt sind. Und eigentlich passt das ja nicht zu meinem Kanal. Und ich habe ja ursprünglich mit Little Big Adventure angefangen. Und daraus gehend, da hat sich dann bei mir so das entwickelt, dass ich gerne vergessene Perlen spielen möchte. Aber irgendwie ist das in letzter Zeit nicht mehr so gewesen. Was ja ein bisschen schade ist. Und deswegen möchte ich dahin wieder mehr zurückkehren. Und eher unbekanntere Spiele spielen. Also eben nicht sowas wie Zelda oder Gothic. Aber wie gesagt, Gothic wird auf jeden Fall noch kommen, also keine Sorge. Und was mir dann auch wichtig ist, ich möchte keine Spiele mehr blind Let's Playen. Ich habe das ja mit Shantae gehabt, dass ich ein blindes Let's Play hatte. Und mit Blood Omen, das was bisschen, was ich da gespielt habe. Und es ist halt einfach, das, was ich bei Shantae beispielsweise fabriziert habe, hat mir nicht so gut gefallen, wie das, was ich bei Little Big Adventure gemacht habe. Little Big Adventure fand ich gut, mein Let's Play. Es gibt sicher noch Verbesserungsmöglichkeiten, vor allem auf der technischen Ebene war ich damals ja noch nicht so gut. Da hatte ich ein 10-Euro-Headset und naja, ist es qualitativ nicht so gut, wenn ich es mir angucke. Also allein von der technischen Seite, ja. Aber ich fand es halt auch gut, weil ich wusste, ah, da kommt das und das und da ist das und das Geheimnis und hier kann ich noch da ein bisschen was drüber erzählen und hier weiß ich noch was drüber, was im Hintergrund Informationen enthalten ist und ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte und das konnte ich bei Shantae eben nicht und außerdem hat mir das Spiel auch nicht besonders gut gefallen, weil ich es eben als Let's Play gespielt habe. Ich habe es mittlerweile nochmal angefangen privat zu spielen und ich muss sagen, jetzt gefällt es mir richtig gut, jetzt wo ich mir selber Zeit nehmen kann dafür, ohne die ganze Zeit damit darüber reden zu können, kann ich das viel mehr genießen und mir gefällt es einfach viel besser. Und wenn ich jetzt nochmal ein Let's Play davon machen würde, würde das garantiert auch wesentlich besser laufen. Deswegen keine blinden Spiele mehr. Joa, ich glaube, das war es jetzt auch an Dingen, die ich erstmal erzählen wollte. Falls euch interessiert, welches Spiel das hier ist, das ist Mutant Muds. Das gibt es auf Good Old Games für keine Ahnung wie viel. Ich werde es verlinken. Falls euch das interessiert, ich habe ja auch nicht wirklich ernsthaft gespielt, weil ich bin die ganze Zeit hier am Reden und muss mir natürlich überlegen, was ich sagen möchte. Ich habe mir da vorher nichts aufgeschrieben oder so. Deswegen spiele ich auch so schlecht. So, ja, genug der Rechtfertigung. Ich denke mal, das Video ging schon lange genug. Ich muss gleich mal gucken, ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geschaut. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr freut euch, dass ich wieder da bin und ich werde mich gleich ans Aufnehmen setzen. Ich denke mal, ich werde schon mit Gothic anfangen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem Let's Plays Video wieder. Ja, ich kann schon wieder nicht reden. Das ist eine super Voraussetzung, wenn ich gleich mit Aufnehmen anfangen will. Aber nun gut,
Ich habe genug geredet. Wir sehen uns. Macht's gut.